Hallo liebe Freunde von Fanny van Dunn. Nur noch einen Tag, dann erscheint seine neue CD Trotzdem Danke. Und deshalb hier nochmal ein altes Lied von ihm. Wozu noch beten? Alles ist gesagt. Wozu noch beten, hat der Teufel sie gefragt. Wozu noch beten, der neue Morgen bricht, die Julisonne scheint ihr böse ins Gesicht. Er hieß nicht Johnny und er war kein Cowboy. Er hieß Georg 23 und er war nicht blöd. Sie Susi 20 und sie hatte schon zwei Kinder. Und sie hatte ihm den Kopf verdreht. Sie waren zusammen und sie wollten's bleiben. Sie suchten Arbeit, doch das war nicht leicht. Susi ging putzen, Schorsch fuhr Taxi, Taxi. Doch das Geld hat vorn und hinten nicht gereicht. Er sagte, Susi, so geht das nicht weiter. Das ganze Leben rauscht an uns vorbei. Sie sagte, ja, Schorsch, das seh ich alles auch so. Wir brauchen Kohle, dann sind wir endlich frei. Sie hat einen Onkel, den nannten alle Lotto. Der war steinreich und lebte draußen vor der Stadt. Sie überfielen ihn nachts so kurz vor zwei und fragten durch die Masken, wo er die Kohle hat. Doch Lotto hatte den Revolver unterm Kissen. Er schoss auf Georg und Susi schoss auf ihn. Sie trafen beide, die Schüsse waren tödlich. Die Polizei fand Susi auf den Knien. Wozu noch beten? Alles ist gesagt. Wozu noch beten, hat der Teufel sie gefragt. Wozu noch beten, die neue Morgen bricht, die Julisonne scheint ihr böse ins Gesicht. Merci.